Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man diese Knusperstangen macht. Die sind mit Schinken und Käse gefüllt. Ihr könnt sie natürlich auch anders variieren, zum Beispiel mit Gemüse, Paprika oder auch mit Pilzen, ganz wie ihr mögt. Und das Ganze ist ganz einfach zu machen. Dafür benutze ich fertigen Blätterteig. Der wird einfach gebacken, wie es in der Packungsanleitung steht. Und wie das Ganze gemacht wird, seht ihr jetzt im Video. Für die Knusperstangen braucht ihr 2 Packungen Blätterteig, ungefähr 200 Gramm geriebenen Käse, verschiedene Gewürze. Ich benutze Kräutersalz, Paprikagewürz und Pfeffer. Ihr könnt allerdings auch zum Beispiel italienische Kräuter nehmen, das ist auch super lecker. Dann benutze ich Speck dazu. Ich habe hier angebratenen Schinken dafür. Den habe ich kurz in der Pfanne angebraten und ein Ei. Man könnte statt Schinken auch Paprikawürfel nehmen oder zusätzlich noch Zwiebeln anbraten. Das schmeckt auch alles super gut. Es ist wirklich super variabel, das Rezept. Da könnt ihr wirklich das nehmen, was euch am besten gefällt. Ich mache in diesem Video diese Variante. Und los geht's! Ich starte mit einem Blätterteig und lege ihn auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Schön mittig drauflegen, dass am Rand auch noch ein bisschen Platz ist. Dann starte ich mit dem Schinken und gebe den Schinken gleichmäßig auf den Blätterteig. Die erste Runde Käse dazu. Ich bestreue das Ganze dünn mit Käse. Und dann kommt die zweite Runde Blätter. Ich lege sie mit der offenen Seite auf die erste Schicht und ziehe das Papier einmal ab und drücke das Ganze ein bisschen zusammen. Dann schlage ich das Ei auf und mische es mit dem Pinsel ein bisschen. Und bestreiche den Blätterteig mit dem Ei.
Auf das Ei kommen dann die Gewürze. Schön gleichmäßig eine dünne Schicht jeweils aufstreuen und darauf kommt dann wieder eine Runde Käse. So, der Käse ist dann alle. Das war der restliche Käse. Und jetzt schneide ich den Blätterteig ein. Und zwar halbiere ich ihn einmal in der Mitte. Ich mache kurze Stangen. Wenn man lange Stangen machen möchte, kann man es auch ganz lassen. Ich schneide einfach mit einem scharfen Messer einmal durch beide Schichten durch. Und dann schneide ich quer dazu. Den Blätterteig in dünne Streifen. So. Alles, was am Messer klebt, einfach abstreichen und wieder drauf streuen. Und dann geht's los mit dem Eindrehen. Ich starte hier am Rand und nehme mir eins von den Stücken hoch. Und drehe es ein paar Mal um sich selbst. Das Ganze sieht dann so aus und das direkt daneben auch. In sich selbst eindrehen und das mache ich jetzt mit allen Blätterteigstangen die ganze Reihe hindurch. Damit die Stangen nicht zu eng liegen, packe ich die zweite Reihe auf ein zweites Backblech. Dafür nehme ich die einzelnen Stangen auch einfach hoch, drehe sie wieder ein, wie eben, und lege sie dann einfach hier rüber. Die anderen in dieser Reihe werde ich gleich noch ein bisschen umlegen, damit das komplette Backblech ausgenutzt ist und nichts aneinander backt.
Füllung, die beim Aufrollen aus den Blätterteigstangen herausgefallen ist, schiebe ich einfach an die Stangen heran oder nehme es hoch und streue es nochmal drüber. Das Ganze backt dann gleich einfach mit fest. Wenn die Blätterteigstangen fertig vorbereitet sind, kommen sie für ungefähr 15 bis 20 Minuten in den Ofen oder bis sie so braun sind, wie ihr sie gerne mögt. So sehen die Stangen dann aus, wenn sie fertig sind und aus dem Ofen gekommen sind und abgekühlt sind. Ihr könnt sie natürlich auch direkt warm essen, dann schmecken sie auch super gut. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr die Idee mögt und Lust habt, es nachzumachen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Schaut mal bei uns im Kanal vorbei, da findet ihr noch mehr Rezepte und auch ganz viel weiteres Do-It-Yourself. Und wenn ihr Lust drauf habt, schaut auch mal bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns vorbei, da sind wir natürlich auch überall dabei. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.